Volcano Beats. Volcano Beats. Meine Stadt, meine Stadt. Spremberg. LFS. CMA. Ich rappe aus meiner Stadt. Hier hat man vieles erlebt. Stories, die man hier hört, Geschichten, die man hier lebt. Unfassbar, wenn die Münze sich dreht. Kopf oder Zahl, Niederlage oder Sieg. Entscheidet über dich, welche Auswahl du triffst. Hier auf die Fresse zu kriegen, geht bei schneller als du aussprichst. Genieß die Aussicht, willkommen auf blutigem Beton. Das sind die Schattenseiten unter Staffelmann. In der Perle der Lausitz wohnt. Diese Perle ist gespalten, weil das Gute wird vom Bösen bedroht. Redet vom Frontschein, alles nur gespielt und geprobt. Eine Manipulation für das Volk, denn es lohnt sich, aber was nicht passt. Keine Unterstützung für uns Musiker in dieser Stadt. Denkt mal drüber nach, fördert weiter euren Arsch. Nur an euch selber zu denken ist das Motto dieser Stadt. Warum wollt ihr uns nicht hören? Wir sind die Stimme der Stadt, die Stimme der Jugend. Wenn die Erziehung versagt, doch sie schauen lieber weg. Wo sind die Versprechen jetzt? Am Ende bist du noch der Arsch, wenn du dich ihnen widersetzt. Warum wollt ihr uns nicht hören? Wir sind die Stimme der Stadt, die Stimme der Jugend. Wenn die Erziehung versagt, doch sie schauen lieber weg. Wo sind die Versprechen jetzt? Am Ende bist du noch der Arsch, wenn du dich ihnen widersetzt. Wir sind die Stimme der Stadt, wenn die Erziehung versagt. Wo sind die Versprechen jetzt, wenn du dich ihnen widersetzt? Du willst die Stadt sehen? Ich nehme es mit, komm und folge mir, egal wohin es geht. Ich könnte dir so viel erzählen, denn jeder Ort trägt seine eigene Geschichte. Wie diese Parkbank, wir da saßen ehrlich und witzig, nur um die Pläne zu schmieden. Wie viel Tränen sind geflossen, um sich dann tagtäglich wieder durch das Leben zu boxen. Vieles war mies, doch unsere Schritte gingen weiter, so oft auch abseits des Weges. Aber still stand hier keiner, denn wir haben was geschafft, was hier keiner beherrscht. Unser Handwerk ist das, was die Kids heute so stärkt. Wir bauen sie auf und schenken weiterhin Hoffnung. Wenn die Eltern dann versagen, richten wir ihren Kopf hoch. Doch unsere Stadt will uns einfach nicht haben, wie diesen Rattenfänger damals von Hameln. Uns wird der Atem noch stocken. Die Kids folgen uns, lauschen gern unserer Musik. Seid uns doch dankbar, sie entfliehen ihren täglichen Warum Krieg. Warum wollt ihr uns nicht hören? Wir sind die Stimme der Stadt, die Stimme der Jugend. Wenn die Erziehung versagt, doch sie schauen lieber weg. Wo sind die Versprechen jetzt? Am Ende bist du noch der Arsch, wenn du dich ihnen widersetzt. Warum wollt ihr uns nicht hören? Wir sind die Stimme der Stadt, die Stimme der Jugend. Wenn die Erziehung versagt, doch sie schauen lieber weg. Wo sind die Versprechen jetzt? Am Ende bist du noch der Arsch, wenn du dich ihnen widersetzt. Das ist meine Stadt, das ist die Perle der Lausitz. Tausend Jugendliche mit verheerender Aussicht. Ihr sagt ja immer, eure Kinder wären eure Tugend. Na dann labert nicht nur, sondern macht doch mal was für die Jugend. Sie haben die Schnauze voll, sie wollen nicht immer Fernsehen. Ich bin Satte, die Stimme der Kinderherzchen. Der jung gebliebenen Erwachsenen, der Feind in Jugend. Wir haben keinen Bock für die Altersheime zu bluten. Natürlich sind sie wichtig, aber wo bleibt was für uns? Wir wollen doch nichts weiter außer eigene Gleichberechtigung. Wir machen jetzt einen Aufstand, denn wir wollen beschäftigt werden. Wir wollen auch mal Spaß haben, bevor wir dann letztendlich sterben. Ich krieg nen Bürgerreiz, Herr Bürgermeister, wo ist unsere Plattform? Nicht so ein kleiner Jugendclub, nen richtiger Ansporn. Scheinbar wollt ihr uns nicht helfen, Mann, wir schaffen's auch alleine. Ich geb alles, Hauptsache raus aus dieser Scheiße. Warum wollt ihr uns nicht hören? Wir sind die Stimme der Stadt, die Stimme der Jugend. Wenn die Erziehung versagt, doch sie schauen lieber weg. Wo sind die Versprechen jetzt? Am Ende bist du noch der Arsch, wenn du dich ihnen widersetzt. Warum wollt ihr uns nicht hören? Wir sind die Stimme der Stadt, die Stimme der Jugend. Wenn die Erziehung versagt, doch sie schauen lieber weg. Wo sind die Versprechen jetzt? Am Ende bist du noch der Arsch, wenn du dich ihnen widersetzt. Wir sind die Stimme der Stadt, wenn die Erziehung versagt. Wo sind die Versprechen jetzt, wenn du dich ihnen widersetzt?